In mehreren albanischen Städten haben tausende Menschen gegen gestiegene Preise für Güter des täglichen Bedarfs protestiert. Die größte Demonstration fand vor dem Regierungsgebäude in Tirana statt. Weil die Demonstrierenden Aufforderungen zur Auflösung der Versammlungen ignorierten, gingen Einsatzkräfte gegen die Menschen vor und drängten sie zurück. Mehrere Demonstrierende wurden festgenommen. Die Treibstoffpreise in Albanien sind in der vergangenen Woche um rund die Hälfte gestiegen. Auch Lebensmittel wurden nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine schlagartig deutlich teurer. Die Demonstrierenden forderten eine Senkung von Verbrauchsteuern nach dem Vorbild anderer europäischer Länder. Ministerpräsident Edi Rama sagte, die Regierung werde mit Treibstofflieferanten eine Notfallkommission gründen, um die Preise festzulegen. Energieministerin Belinda Baluku appellierte, weniger Benzin und Diesel zu verbrauchen. Über mehrere Facebook-Gruppen wird in Albanien zu einem nationalen Protesttag an diesem Samstag aufgerufen.